So, liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde Minecraft. Ich habe einfach mal wieder Bock. In letzter Zeit habe ich ziemlich viel Bock auf Minecraft, ist mir aufgefallen. Und die Musik mal ändern. So, eigentlich wollte ich ja gar nicht aufnehmen. Ich habe nur geguckt, ob ich meinen Aufnahmesound ein bisschen lauter kriege über OBS. Und musste mich da halt ein bisschen informieren. Und tatsächlich habe ich es dann geschafft, ein paar Probeaufnahmen. Und jetzt habe ich voll Bock, dass es schön sieht. Jetzt habe ich irgendwie voll Bock zu zocken. Und ich habe nach der letzten Aufnahme natürlich nochmal geguckt, was wir hier falsch gemacht haben. So, jetzt weiß ich's. Und wir brauchen... Das ist ziemlich wenig. Warum habe ich so wenig? Warum habe ich so wenig? Hä? Warum habe ich denn so wenig Fichtenholz? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Bis hierhin wäre es richtig gewesen. So, ich brauche eine Axt. Okay, ich bin jetzt total unvorbereitet, gebe ich zu, ich bin total unvorbereitet jetzt hier in die Aufnahme gegangen, weil ich, wie gesagt, einfach mal drauf losspielen wollte und ich dachte, Hilfe, Hilfe, ich ertrinke, Alter. Ach, weißt du was, geh mir nicht auf die Kocholles, ey, meine Güte. So, wisst ihr was, dann schwimmen wir eben erstmal rüber. Ja, Moment mal. Ich sag ja, total unvorbereitet. So, Handy habe ich auch lautlos, dann brauche ich noch meinen Timer, damit wir wenigstens so ganz grob wissen, wie lange wir jetzt gezockt haben. Ja, ne, ich habe wie gesagt einfach mal Bock, ich würde sagen, machen wir einfach mal was. Ich würde gerne in den Turm ein bisschen weiterführen, ich würde den schon gerne zu Ende bringen, ne? Aber naja, gut. Ne? Gut Ding will ja Weile haben, das ist ja ziemlich bekannt, hoffe ich. Ich bin ja auch noch vom alten Schlag, ich kenne auch diese ganzen alten Super-Staumeier-Sprüche. Gut Ding will Weile haben. Was du heute kannst besorgen. Halt die Klappe. Okay. So, ja, Schweinchen, besser ist es. So. Dann gucken wir mal, wo habe ich denn das ganze Holz hin? Und ich habe hier geguckt, das würde ich gerne nochmal ändern. Wir haben hier... Pass auf. Wir nehmen hier frei. Hier ist Erde und hier war auch Erde. Ich möchte das gerne ändern. Ich habe mal meine alten Kopiewelt geguckt. Erde. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge gesagt, so viel Erde werden wir nie im Leben brauchen. So, hier war Kies, nicht Stein. Ja, ja. So. Kies. Und da wir ziemlich Kies, ja, geil würde ich nicht sagen, aber doch ein bisschen gierig sind nach Kies, haben wir hier noch eine zweite Kiste mit Kies. Dann gab es hier Holz und da hinten Stein. Holz. Hier ist auch Holz. Ich beschrifte jetzt einfach mal, ich fülle nichts. Holz. So, und hier ist Stein und Stein. Machen wir mal kurz nebenbei. Tut ja niemandem weh und wir sind für später besser informiert, wenn wir jetzt halt wirklich was haben zum Einpacken. So, Stein. Ja, aber wo habe ich denn jetzt mein ganzes... Ich verstehe das nicht. So, einmal kurz hier runtergehen, ob hier unten alles in Ordnung ist. Hallöchen, Kumpel Nado. Was macht ihr hier? Ihr habt hier gar nichts zu suchen. Wieso seid ihr da? Wow. So, lohnt sich das schon? Sollen wir? Nee, Quatsch. Wir haben so viel zu tun. Ganz ehrlich, ist doch drauf geschissen. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber halt, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. So, haben wir hier was? Wir haben hier Stein. Den brauchen wir später, aber wo ist mein Holz? Warum? So, wird es jetzt dunkel? Wir müssen noch ein paar Fichten vernichten. Versteht ihr? Fichten vernichten? Ach ja. Ja, ich mag es, wenn ich witzig bin. Kadusch. So. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie viel wir jetzt vernichten wollen. Gesprächsthema, Gesprächsthema. Gibt wieder nichts. Ne? Wie gesagt, letztens war Folgen Politik. Boah. Dafür, dass ich über Politik nicht reden will, rede ich aber ziemlich viel über Politik, ne? Ist mir schon mal aufgefallen, aber was gibt es denn sonst noch? Boah, keine Ahnung. Kennt ihr Tanzverbot? Kennt ihr den? Müsstet ihr eigentlich kennen, ne? Der hat jetzt irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit einen Livestream gehabt. Und dann haben sie irgendwie seine Telefonnummer und seine Adresse geleakt. Und dann haben sie, ich weiß nicht, wie viel hat der jetzt? 500.000 Zuschauer? Also jetzt nicht im Stream selbst, sondern halt Abonnenten. Wie viele Zuschauer der hat, weiß ich nicht. Alter, die Musik, ne?
Und da haben sie ihnen im Livestream irgendwie Sachen, Essen bestellt und haben bei ihnen angerufen und all solche Sachen. Richtig schön Terror. Meh, doof. Und irgendwas, was passt? Alter. Ja, das passt. Und was sie noch gemacht haben, die haben irgendwie sein über Fremdaccounts, über fremde PayPal-Accounts, haben sie ihnen Geld auf PayPal überwiesen. Und zwar so viel in so kurzer Zeit, dass PayPal kurzzeitig erstmal sein Konto gesperrt hat. Und momentan sieht es so aus, als wäre es permanent. Ja, sicherheitshalber ist halt ein hohes Risiko, weil zu viele Aktionen, Transaktionen auf diesem Konto gemacht wurden. Ja, die man nicht irgendwie kontrollieren kann, weil die Leute, die halt betroffen sind, die gehackt wurden, die wollen natürlich ihr Geld zurückverlangen. Und das ist PayPal einfach viel zu viel Arbeit. Und anstatt da irgendwie einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, pass mal auf, wir sperren jetzt erstmal jeden weiteren Eingang und werden dann nach und nach alles abarbeiten, sagen die, nö, das Konto ist komplett gesperrt und das Geld behalten wir natürlich auch ein, ist ja, ne, PayPal, so unser Konto, ne. Und ich finde das schon ein bisschen kackendreist, ganz ehrlich. Ich meine, was, ne, Tanzverbot kann man halten, was man will. Ich mag ihn jetzt auch nicht unbedingt so sehr, ja. Nicht jetzt, weil er vielleicht ein kacke Typ ist. Ich habe sein Anfangsvideo gesehen, mit dem er irgendwie jetzt bekannt wurde. Halt diese ganzen Dislike-Videos. Und naja, der erste Eindruck zählt und so. Jetzt aber mittlerweile. Ach, der tut mir jetzt schon irgendwie leid. Also nach der Aktion tut er mir auf jeden Fall leid. Muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Ja gut, das wird reichen. Und naja. Also ich finde das richtig kacke von PayPal, ganz ehrlich. PayPal. Pau. Achso, warte, Steine nehmen wir auch nochmal mit. Sicher ist sicher und wir bewaffnen uns hier erstmal mit dem Schwert. So. Ja. Ach, hier war ja Kies, ja gut, pass auf. Zack, 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 zack. Wir brauchen viel Stein. Ja? Okay, denn wir wollen den Treppenaufgang machen und so weiter und so fort. Und hier wollen wir den Eingang, den Steg hier halt noch ein bisschen korrekt machen. Jetzt habe ich es endlich drin im Kopf, wie es geht. So. Da oben die Treppen, die müsste ich auch noch wegmachen, ne? Mäh, doof. Mache ich alles noch. Ist ja jetzt nur eine kleine kurze Session, um da mal ein bisschen voranzukommen. Huch. Ja, so viel. Also das sind meine meine Eindrücke, meine 2 Cent zu dieser Sache mit. Naja, mit dem Tanzverbot und die Geschichte mit dem PayPal. Die Frage, die ich jetzt hier habe, gerade vor Ort, jetzt hier aktuell, sollen wir das so belassen oder sollen wir da noch ein bisschen mehr Land drum machen vielleicht? Weil hier ist doch ein bisschen wenig, oder? Findet ihr nicht? Dass wir hier ein bisschen mehr Land machen? Aber so ein bisschen mehr, haben wir auch Sand? Nein. Huch. Ist jetzt nicht die Welt, aber kann man ja eine Welt draus machen. So. Nein, so war das nicht geplant. Vielleicht so halt, ja. Dass es halt nicht komplett so abgeschnitten steht. Wenn ihr wisst, was ich meine. So on the edge. Edge of life. So, hier haben wir ein bisschen mehr Platz und so weiter. Ist auch alles vollkommen okay. Okay. Jetzt habe ich eine kleine Frage. Ne, hier ist es richtig. So. 1, 2, 3 und hier ist die vierte. So machen wir das. So und nicht anders geht das, Leute. Habe ich doch von Anfang an gesagt. Oh, Warcraft. WoW. Jetzt habe ich wieder Bock, WoW zu zocken. Mann. Ist doch nervig. So, wir haben keine Slabs. Die müssen wir uns erstmal erbauen. Lass mich durch, Junge. Nee, warte mal. Hier hätten wir Slabs. Nein, hier hätten wir keine Slabs. Lüg doch nicht. Klack. So, was machen wir denn? Erstmal auf Steine. Legen wir erstmal ein paar hier rein. Dann machen wir das, würde ich mal sagen. So. Alter, was mache ich da? Das war, glaube ich, sogar schon ein bisschen zu viel, aber ist nicht schlimm. So. So, zack, zack. Das war richtig falsch. Mann. Leute, so und so und so und so und so und so. So, was wir noch machen müssen, ganz wichtig.
für mich persönlich wichtig. Das muss authentisch sein. Oh, wir haben keine mehr. So, seht ihr, damit der Steg halt hier, ne? So, haben wir noch Slabs. Wo waren die Slabs? Die waren hier. Oh. Ja. So, wie machen wir das jetzt hiermit? So. Dann dachte ich mir. So und so. So, dann kann man nämlich hier drauf. Nö. So, dann haben wir hier den Steg. Und ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Könnte man hier. Und ich brauche noch mehr, das geht nicht. So. Müssten wir hier auch noch einen machen? So könnten wir machen, ne? Sieht jetzt nicht besonders aus. Müssen wir eigentlich sogar hier machen. Aber ich habe ja noch was vor. Das sieht bestimmt super knorke aus. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Ach ja, genau. Wie macht man das nochmal? Nee. Ich hab's vergessen, Hilfe. Wie macht man Zäune? Das sind Tore, ne? Okay. Also müssen wir es genau andersrum machen. So. War jetzt Fichte richtig? Ich weiß es. Jetzt haben wir diesen Fichtendings hier, ne? Ja, ich würde sagen, das geht. Ich würde sagen, das geht. So, so. So, so. Oh, das war's schon. Ja, dann machen wir noch ein paar. Ist ja kein Problem. Haben wir alles schon gehabt? So, damit das auch ein bisschen nach was aussieht. Dum, 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 dum. Einfach mal so ins Blaue. So, wir brauchen aber auch Fackeln. Und wir haben keine Kohle. Ich könnte. Okay, pass auf jetzt. Wir improvisieren jetzt. Wir nehmen jetzt den Stein, weil wir hier keinen Ofen haben. Ja, pass auf. Den packe ich jetzt hier neben. Dann nehme ich. Zack. Geht das so? Ne, geht so nicht. Umgekehrt wird ein Schuh draus, oder? Wie war das nochmal? Ah, so, ganz genau so. Hier ist ja mal ein bisschen wenig. Zack, 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 zack. So, wie viel Holzkohle kriegen wir da raus? Nur einen. Das ist wenig. Ich finde, das ist sehr teuer. Aber wir wissen ja uns zu helfen. So, in der Zeit werde ich jetzt hier nochmal die Zäune. Wo habe ich das? Hier und hier, ne? So. Hier auch? Nee, habe ich das hier so gemacht? Nee, hier habe ich das nicht gemacht. Das sah nämlich hier ein bisschen otterig aus. Genau. Und dann hopp. 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 So. Na. Na, guck mal. So. Und weitere. Sticky, 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 sticky. Wo sind meine Sticks? Hier sind die Sticks. Bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich möchte das gerne. Skabadusch. Wo sind meine Fackeln? Hier. Auf 4. Nein, nicht wegschmeißen. So, ich bin mir nicht sicher, ob das mit diesen Dingern war. Aber ich finde, das passt irgendwie auch. So. Dann hätten wir das. Und hier könnten wir vielleicht einen machen. So. Oder wird das doof aussehen? Ich lasse das jetzt erstmal so. Ja, wie gesagt, hier kann man ran. Soll ich das hier auch noch machen? Oder wäre das dann too much? Wenn ich jetzt hier und da so eine. Oder hier nur eine Anlegestelle? Pass mal auf, ich mache das mal eben. Dumm, 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 wo bin ich? Hier. Das war hier irgendwie falsch, ne? So. Obwohl, war gar nicht nötig. Oh, was mache ich denn?
Ah. Konzentrier dich. Junge. Na, pass auf, ich mach das von hier. Ist mir nämlich jetzt ein bisschen zu doof. Nein. Ich meinte, nein. So. Hilfe. Hilfe. So und so und so. Dann haben wir hier zwei und hier können wir auch noch mal loslegen. Ach, ist das schön. Es wird langsam. So, dann brauchen wir Treppen. Ganz wichtig. Ich möchte ganz normale Steintreppen haben erstmal. Ich mache nicht alle, weil ich würde die gerne erstmal probieren. Ne? So, wo haben wir jetzt hier die normalen Planks? Ich glaube, ich schlafe erstmal, oder? Ja, erstmal schlafen. So, und wegen der Dunkelheit und so weiter, groß und ganzen, müssen wir hier nicht großartig darauf achten, dass wir am Ende Fackeln anbringen, weil hier fließt ja da halt der Lavakern. Und ich denke mal, der wird hell genug sein, um alles andere hier zu beleuchten. Bild ich mir einfach mal so ein, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Den ich nicht mehr habe, weil ich nicht mehr jugendlich bin. Nein, ich bin nicht mehr jugendlich, ich bin alt. Ich bin so, warte mal. So, ich habe gedacht. Machen wir das so? Sofort hier so hoch? Ich würde sagen, eine Zweier auf jeden Fall. Doch, ich würde sagen, Zweier ist gut. Jetzt habe ich hier zu viel gemacht, ne? So, und jetzt bräuchten wir natürlich noch hier einen. Brauchen wir den? Ja, einen weiteren bräuchten wir. Dann müssen wir nämlich hier die Treppen so machen. Dann hier inzwischen brauchen wir noch einen. Mäh. Pass auf. Na, blub. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Jetzt mal. Das ist doch nicht normal. So. So und so. Dann würden wir hier. Naja, dann würden wir hier halt auf die Ebene kommen. Ne? Und hier wäre dann der Glaskolben und hier würden wir dann halt drumherum. Habe ich noch Glas mit? Dann bauen wir mal den Glaskolben hier ein bisschen weiter aus. Einfach nur, weil wir es können. Weil wir es eh machen müssen, ne? Von daher. Das ist ja jetzt hier Quatsch, was ich sag. So. Hui. Also, ich meinte, hui. Sieht das hier aus? Das sieht hier nicht aus. Na, doof. Dann müssten wir hier sagen, hier vielleicht mit Slabs arbeiten? Oder wollen wir hier so eine Steinschicht? Pass mal auf. Vielleicht sieht das gut aus. Einfach mal ausprobieren, ja? Wir probieren hier alles aus. Können hier alles noch wieder abreißen. So. Wisst ihr, was ich meine? So, und dann hier die dritte. Dann wir hier wieder, pass auf, Treppe. Ich würde sagen, so eine Zweiertreppe ist optimal. So, und jetzt habe ich keine Treppen mehr. Aha. Ich weiß nur nicht, ob das nicht too much ist. Das werden wir gleich sehen. Ich bin ein bisschen ruhiger, ich weiß, aber ich bin hier gerade im Baumodus. Das ist mir schon wichtig, dass ich hier vernünftige Sachen mache. Nein. Aber so können wir wenigstens hier. So. Dum, 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 dum. So, und das war's dann? Nein. Ja, ich mach mal eben kurz hier. Dum, dum, dum. So. Treppe. Treppe. Und Planks. So, ich finde das eigentlich optimal. So, wie weit können wir hier gehen? Das wird zu wenig, ne? Ja, das dachte ich mir. So gut. So. Jo.
Dum, 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 dum. So. Wie ich immer so sage und dann nichts großartig mache, außer. Nein! Außer Klamauk. Ich wieder, ne? Aber das ist das erste Mal seit langem, dass wir wieder was richtig Produktives machen. Habe ich schon ein bisschen vermisst, ganz ehrlich. Weil sonst haben wir natürlich auch ja, Kleinigkeiten halt gemacht irgendwie, ja. Es war alles toll und schön, aber nie wirklich, ja, wie soll ich sagen? Ja, irgendwie, wie gesagt, hat was gefehlt. Und dann hier müssen wir aufpassen, denn dann kommt der große Kniff, wenn wir dann hier, Moment, ich mache mal hier eben fertig, komm, bevor ich jetzt hier anfange, wieder neu zu erzählen. So, das wär's dann, ja? Also hier und dann da. So, dann kommen wir hier raus. So, hier kommen wir nach oben. Hier können wir auch rumgehen. Ist auch schön. Ne? So, und wenn wir dann hier hinkommen, jetzt pass mal auf. So, haben wir die nächste Etage. Wir wollen ja immer so mittig sein. Also so. Na komm. So, das heißt, wir müssten aber. Und jetzt wird's schwierig. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich kann hier nur einen hoch. Oder? Ja klar, sicher. Ich kann hier nur einen hoch. Oh mein Gott. Ich probiere das mal aus. Weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich das jetzt machen soll. Boah, da bin ich jetzt ein bisschen geflasht. Schande, ey. Und hiervon bin ich auch geflasht. Gib mir die Spitzhacke. Ich bin schon total inventarblind. So, jetzt pass auf. No, nee, nicht essen. Essen nicht, Kumpel. Der wieder mit seinem Essen. So, wie war das? Hier, ne? Hier ist die nächste Ebene. Dann heißt es, ich mache mal hier so provisorisch. Mal so und so und dann provisorisch so so und dann ganz genau so nicht. Oh, das wird ein bisschen knapp, glaube ich. Ja, das wird kacke. So wie ich mir das vorstelle, wird das aber richtig kacke. Was machen wir jetzt? Hilfe! Oh oh. Wir können das so gar nicht machen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Oder wir könnten. Ja, pass auf, wir machen das nicht so. Das sind jetzt ein bisschen. Ne, warte mal, ich muss von oben, ansonsten habe ich ein kleines Problem. Wir machen das ein bisschen anders. Ein bisschen anders. So, gib mir mal die Axt. Wie viel Zeit haben wir? Oh, wir haben schon 22 Minuten. Ich will bauen. Verdammt. Machen wir halt noch ein bisschen. Ich weiß, passiert momentan nicht großartig viel. Wir sind auch am Bauen und hier und dort. Pass mal auf, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt so. Oh, ich weiß es nicht. Ich dachte, dass wir hier. Ja, pass auf, wir machen das so. Diese Ebene ist so. Dann in der oberen Ebene führt eine Treppe hin, entweder eine Leiter hin. Entweder hier oder hier. Und dann machen wir auf der Etage das gleiche, wie wir hier machen, sodass wir alle zwei Etagen nur so hoch können. Ja, wobei das sowieso nicht klappen wird, weil das immer wie immer, immer enger wird. Und dann irgendwann müssen wir sowieso mit einer Wendeltreppe den Rest machen. Aber ansonsten ist das schon mal nicht ganz verkehrt. Kann man hier von Thumbnail machen? Das sieht hässlich aus, ne? Oder? So. Ja, sieht alles kacke aus. Boah, noch so viel zu. Nee. Noch so viel zu tun. Ich glaube nicht, dass das.
Hilfe. So, von irgendwo möchte ich gerne ein Thumbnail machen. Machen wir einfach von hier, ist doch egal. Merkt doch eh keiner. So, Alter, wir haben echt eine Menge. Wir haben schon eine Menge gemacht, ja, aber es ist noch so viel zu tun. Und ich brauche mal Hilfe. Hilfe! Wir gehen jetzt mal rüber und holen mal ein bisschen Glas. Ich glaube, ich wage es. Ich brauche Glas und Wasser. Zur Not. Glas und Wasser zur Not. Doch. Damit wir jetzt nicht großartig rumeiern müssen. So. Dumm. Ja, wird halt die Folge ein bisschen länger. Mein Gott, wer beschwert sich denn jetzt hier? So. Die Musik ist schön, aber ich brauche irgendwie neue Musik. Ich weiß nicht, irgendwie. Passt komplett gar nicht momentan zum Szenario, aber wir machen's. Wir brauchen sehr viel Glas. So, Plunderkiste. Weg mit dem Dreck, weg mit dem Dreck. Ja. Nein. Ja. So, das wird im Lebtag nicht reichen, aber nicht schlimm. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Das eine möchte ich noch. Ich möchte noch ein bisschen den Glaskolben. Warte mal, habe ich dann Eimer? Zwei Eimer bräuchte ich. Ein mit Lava und ein mit Wasser. Was mache ich denn hier? Nutzbaumaterial. Wo kriegen wir jetzt eigentlich Lava her? Einer von euch, wo man Lava herkriegt? Boah, das will ich jetzt aber nicht machen. Ne, pass auf. Dann machen wir das noch nicht. Wir machen das aber mit den Schnauze. Wir machen das jetzt noch ein bisschen mit dem Glaskolben und mit dem Wasser vor allen Dingen. Damit wir innerhalb des Turms, mache ich dann halt so eine Art Auffangbecken, dass wir da nicht irgendwie an Leitern angewiesen sind. Pass mal auf, ich mache das mal eben. Ich glaube sowieso nicht, dass es andersweise reichen wird, der Glaskolben. Beziehungsweise das Glasvorkommen, was wir haben. Aber Schrittchen für Schrittchen, ne? Ich meine, das hat ja schon ewig gedauert, das im Kreativmodus zu machen. Dann denkt man nach, wir haben das hier alles, naja, ohne zu cheaten gemacht. Ohne zu cheaten. Das ist eine Leistung. Mein lieber Scholli. Das ist wirklich eine Leistung. Aber ich habe das irgendwie auch anders gemacht. Irgendwie kommt mir das merkwürdig vor. Ich muss mir gleich in meiner Kopiewelt nach der Aufnahme muss mir anschauen, wie ich das gemacht habe. So, das kann ich so natürlich nicht machen. So. So. Das hat jetzt alles, das war jetzt dumm, aber das hat hier alles einen Sinn. Nehmen wir Erde, haben wir Erde. Erde haben wir. Ja, egal, pass auf. Wir machen das jetzt halt. Ja, pass auf. Wie war das denn nochmal? So, wenn wir das so machen. Jetzt habe ich kein Dings geholt, ne? So, haben wir noch eine Leiter? So, Holz müsste. So, eine Leiter. Okay, pass auf. Eine Leiter haben wir. Und einmal Wasser haben wir auch. Gib mir eine Leiter. So, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie man das macht. Das geht nicht an Glas. Okay, pass auf. Wo ist die Erde? Sag nicht, ich habe keine Erde mehr. Jesus Maria. So, gib mir die Erde. Gib mir die. Ey, Kumpel. Zur Seite. Okay. Du wolltest es ja.
Was mache ich denn da? So, ich muss, wie gesagt, improvisieren. So, Leiter her. So, Wasser her. So. So ist richtig. Genau so machen wir das. So, dann kann ich nämlich von da runterspringen. Und ich hoffe, ich treffe auch. So, jetzt muss ich ein bisschen das kaputt machen, damit ich hier hochkomme. Ich weiß, Verschwendung, aber... So. Dumm, dumm, dumm. Glas. So, ich bin mal gespannt, wie weit das reicht. Oh Gott. Dumm, dumm, dumm. Ich weiß, nicht sehr spannend, aber gut Ding will halt Weile haben, gell? Na, vielleicht reicht das Glas ja doch. Das wäre jetzt super. Ja, doch. Pass auf. Boah, wir überziehen hier maßlos, ey. Und ich kann das Ding nicht schneiden. Weil ich irgendwie mein Schneideprogramm Videos, die ich über OBS aufgenommen habe, irgendwie nicht geschnitten bekomme. OBS muss ich mich sowieso noch reinversetzen. So. So. Wir sind gleich am Ziel, glaube ich. Ja, doch. Ja, aber es wird nicht ganz reichen, glaube ich. Es wird nicht ganz reichen, da können wir uns verabschieden von. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir jetzt sonst hoch? Obwohl doch von draußen gibt es ja Leitern. Und da sind wir auch schon am Ende. Gut, viel ist es nicht. Jetzt hoffe ich. So, Dankeschön. So, liebe Leute. Bis da oben haben wir es schon. Wir werden in der nächsten Folge, wenn wir das komplett fertig kriegen, dann werden wir hier nach oben. Jetzt kann ich nicht mehr nach oben. Schade. Na egal. Dann werden wir halt von außen noch alles machen. Wir werden das schon schaffen. Also das wird richtig nice. Glaubt mir, das wird richtig, richtig schön. Und ja, mal gucken. Liebe Leute, ich bedanke mich. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schöne Musik. Und ja, in der nächsten Folge geht es weiter, wann auch immer Design wird. Ich habe momentan viel Bock. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Folgen jetzt regelmäßig rauskommen. Gut, ja. Ich würde sagen, ich bin raus und hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.